denn es gibt jetzt 10 Punkte für das nächste Spiel. Es heißt Buchstabensalat. Dafür müsst ihr nur den Buzzer hier am Pult betätigen. Folgendes passiert. Ich zeige euch wahllos zusammengewürfelte Buchstaben, die in der richtigen Reihenfolge ein bestimmtes richtiges Wort ergeben. Nach und nach fallen die Buchstaben immer auf ihre richtige Position. Wenn ihr glaubt, das gesuchte Wort erkannt zu haben, drückt ihr den Buzzer. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um eine Antwort zu geben. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt. Bei einer falschen Antwort bekommt der Gegner einen Punkt. Und dieses Wort ist aus dem Spiel. Wer von euch beiden zuerst 6 Punkte hat, gewinnt dieses 10. Spiel. Und dieses Beispiel haben wir einmal für euch, damit ihr euch so ein bisschen eingrooven könnt. Wir suchen ein Land. Ich gebe euch immer einen Oberbegriff vorher, damit ihr euch orientieren könnt. Okay. Und das sind die Buchstaben. Beispiel jetzt, ne? Ja, in ein bisschen durcheinander. Und jetzt fallen sie langsam in die richtige Position. Wenn ihr meint, ihr wisst es, Portugal. Stefan. Portugal. Stefan sagt Portugal. Wir lösen das Ganze kurz mal auf. Und sehen, es ist Portugal. Aber es war nur ein Beispiel. Es geht um 6 Punkte und nach einem kurzen Spot geht es los. Buchstabensalat heißt das Spiel, aber erst einmal werdet ihr mit Pflastern versorgt. Ach ja. Wir wollten Prinzessin Lilifee auf deins immer packen, Peter. So, wunderschön. Spitze. Vielen Dank, Nicole. Das Beispiel hatten wir bereits und jetzt geht es los. Wir suchen ein Land. Schon wieder? Ja, und das sind die Buchstaben durcheinander und los geht's. Stefan sagt Liechtenstein. Wir bringen die anderen Buchstaben in ihre richtige Position. Es ist Liechtenstein, der 1. Punkt für Stefan. Weiter geht's. Wir suchen eine Sportart. Das sind die Buchstaben. Und ihr dürft ab jetzt raten. Stefan? Eiskunstlauf, aber das geht hat beim ersten Mal. Du sagst Eiskunstlauf? Ja, das hat wir checken es kurz. Wir schauen mal, wo die Buchstaben hingehören. Und es ist Eiskunstlauf, ja. Der 2. Punkt. Aber ich habe 3-mal gedrückt, bis es gepiept hat. Ne? Wir machen jetzt nochmal, keine Angst, Stefan, das ist der 2. Punkt für dich. Wir machen jetzt für beide nochmal einen Buzzer-Test. Einmal du, Peter. Einer funktioniert. Wir warten 5 Sekunden. Und jetzt darfst du, Stefan. Ja, jetzt geht's. Aber hast du selber gesehen gerade? Ich habe selber gesehen, deswegen testen wir es ja noch. Dreimal gedauert. Soll ich nochmal? Ich sehe ja auch, wenn du raufhaust. Ah, guck mal. Jetzt hat es auch gedauert, ne? Ich sehe es ja. Ich hoffe. Wir machen weiter. 2:0 momentan für Stefan. Wir suchen ein Fahrzeug. Hier die Buchstaben. Und los geht's. Du hast raufgehauen, Peter. Ich hab's gesehen. Du sagst? Doppeldecker. Du sagst? Bus. Doppeldeckerbus. Du hast es nicht mehr in der Zeit gesagt. Du hast Doppeldecker nur gesagt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hätte nichts dafür. Ich hätte dir gerne diesen Punkt gegeben. Es ist der Doppeldeckerbus.
Ich habe gesagt, ihr habt 5 Sekunden Zeit, nachdem ihr gedrückt habt. Das heißt, innerhalb dieser 5 Sekunden musst du bitte das komplette Wort sagen, Peter. Ja, ist okay. Wie gesagt, es tut mir leid. Ja, ja. Du hattest es ja fast. Regeln sind Regeln. Damit ist es der 3. Punkt für Stefan. Wir machen weiter. Wir suchen einen Beruf. Hier sind die Buchstaben und los geht's. Chemielaborant. Stefan sagt Chemielaborant. Wir gucken mal, wo die anderen Buchstaben hingehören. Yes. Und Stefan hat recht. Das ist der 4. Punkt für Stefan. Weiter geht's. Peter? Feuersalamander. Ja. Feuersalamander, sagt Peter. Und du hast recht, dein 2. Punkt. Hast du das Gefühl, dein Buzzer funktioniert nicht? Ja, so richtig toll ist er nicht. Aber. Ne? Wir testen das Ganze nochmal. Peter, auch nochmal drauf. Ja, jetzt geht er. Okay. Ja, also es klappt. Auch Profi-Effekt. Ja, ja. Ich nochmal. Stefan, du auch nochmal. Da auch. Ja. Also sie funktionieren beide, ich gucke aber trotzdem hin. Es war eben eindeutig auch Peter der Schnellere. Weiter geht's. Wir suchen ein Kleidungsstück. Und das ist der Buchstabensalat. Und wir starten. Peter, wieder gedrückt. Basketballkappe. Nein. Nicht in der Zeit. Du sagst Basketballkappe. Du warst ganz nah dran. Es ist die Baseballkappe. Fuck. Insofern leider falsch, Peter. Das ist der 5. Punkt Kappe für Stefan. Stefan, du brauchst noch 1 Punkt, um dieses Spiel zu gewinnen. Als ich sagen musste, merkte ich, dass ich mehr Buchstaben habe. Ja, ja, ja. Du warst in der richtigen Richtung. Denk nur dran. Okay. Peter, wenn du etwas falsch sagst, bekommt Stefan immer den Punkt. Ja. Jetzt geht es um die Entscheidung. Du hast 2, Stefan 5. Und wir suchen jetzt eine Pflanze. Das ist der Buchstabensalat. Und ihr könnt loslegen. Klatschmohn. Stefan sagt Klatschmohn. Das wäre dein 6. Punkt. Wir gucken mal nach. Und es ist richtig. Zwei Vokale? Ich dachte, das kann nicht schwer sein. Oh Mensch, Peter, das tut mir natürlich auch leid zwischendurch für diesen 1 Punkt. Aber so sind die Regeln. Stefan hat dieses Spiel gewonnen. Und wir schauen uns den Gesamtpunktestand einmal an. Mann. Stefan baut die Führung aus auf 39 zu 16. Aber Peter, für dich nochmal als Motivation, es ist noch nichts verloren. Weiß. Es ist noch alles drin, du kannst immer noch Millionär heute Abend werden. Hab das immer im Hinterkopf.
Wir zeigen einmal, wie viele Spiele wir gespielt haben. 10 Stück. Gespielte Punkte 55, also noch 65 offene Punkte. Also reichlich für Peter zum Sieg eventuell.